Für eine Weile ließ Rolf sich an die Felswand sinken, atmete einfach nur und starrte in den grau verhangenen Himmel. Wieder Wolfsgeheul in der Ferne, aber es gelang ihm, seine Sorgen für den Moment beiseite zu schieben. Mariam würde schon klarkommen. Immerhin war sie ja in der Hütte und schließlich würde er bald wieder bei dem Mädchen sein. »Und ich werde nicht mit leeren Händen zu ihr zurückkehren«, sagte er sich, und kaum hatte er das getan, fühlte er etwas Kraft in seinen vernarbten Körper zurückkehren. Er stieß sich von der Felswand ab und folgte den Spuren des verletzten Gamsburgs weiter den schmalen Sims unter dem Überhang entlang. »Verdammt, das Vieh ist ganz schön schnell dafür, dass ich es angeschossen habe«, fluchte Rolf innerlich. Hier lag kein Schnee, und er musste sich auf die weniger werdenden Blutstropfen und die gelegentlichen Hufabdrücke an den Stellen, an denen das Erdreich etwas weicher war, konzentrieren. Eigentlich wäre das gar nicht nötig gewesen, denn das Tier konnte nirgendwo hin, außer in die Richtung, in die Rolf sich gerade bewegte. Links die überhängende Felswand, rechts ging es mehrere Dutzend Meter steil nach unten. Dennoch war es Rolf ein Bedürfnis, auf die Spuren zu achten. Wäre doch ärgerlich, wenn das Vieh doch abgestürzt wäre und er an der Stelle vorbeilaufen und seine Zeit mit einer vergeblichen Suche vertun würde. Der felsige Sims, auf dem Rolf seiner Beute folgte, hatte eine Breite zwischen 1 und 3 Metern, soweit Rolf dies bis jetzt gesehen hatte. Und warm war es hier. Rolf bemerkte, dass er schwitzte und öffnete seine Jacke. Bei der Gelegenheit überprüfte er auch gleich noch einmal den Sitz seiner am modifizierten Klappschaft am rechten Unterarm festgezurrten Maschinenpistole. Schussbereit, alles gut. Was nicht so gut war, war der Geruch, der Rolf einige Meter weiter würgen ließ. Was war das denn? Er kannte diesen Geruch, hatte zumindest etwas halbwegs Ähnliches bereits früher in seinem Leben gerochen. Die Erinnerung kam von weit her, von sehr weit hinten in seinem Kopf. Frankfurt. In den U-Bahn-Tunneln hatte es ganz ähnlich gerochen. Sicher, vom Tal her kam Wind auf und schwächte den Geruch ab, aber doch. Krankheit, Krebs und Fäulnis. Obwohl es hier unter dem Überhang wirklich unnatürlich warm war, zog Rolf nun doch wieder den Reißverschluss seiner Winterjacke zu und band sich umständlich seinen löchrigen Schal über die untere Hälfte seines Gesichts. Besser als nichts. Bruchzone, ging es ihm durch den Kopf. Ja, dieser Bereich, in dem er sich befand, musste noch zu der Bruchzonenebene weiter oben gehören, wo er das Flugzeug und die Kirche mit den schiefen, geschmolzenen Wänden gesehen hatte. Das war für sich genommen schon beunruhigend genug. Man konnte nie wissen, mit was für Phänomenen man sich in einer Bruchzone herumschlagen musste. Die Welt war noch immer instabil und launisch, gerade was spontane Erdbewegungen anging. Vermutlich rührte die Wärme hier von vulkanischer Aktivität her. Rolf knurrte leise. Auf diese Art von Bedrohung konnte man nicht schießen. Aber vielleicht hatte die Sache hier doch etwas Gutes, dachte er, als sein Blick auf eine ganz bestimmte Stelle an der Felswand fiel. Die Pilze, die ihm schon vorher aufgefallen waren, wuchsen hier in großer Zahl dicht beieinander, so dass sich am Fels eine Art Geschwür gebildet hatte. Rolf ging näher heran, schnupperte vorsichtig. Ja, ein Teil des ekelerregenden Fäulnisgeruches kam von diesen Pilzen, aber als er näher herankam und noch einmal geschnuppert hatte... Nein, diese Gewächse hatten zwar einen starken Eigengeruch, aber wenn er den Rest ausblendete, konnte man nicht sagen, dass sie schlecht rochen. Stark, das ja, aber nicht wirklich schlecht. Rolf versuchte sich an den Geruch zu erinnern, der auftrat, wenn man eine Dose mit Champignons öffnete, und verglich diese Erinnerung im Geiste mit dem Eigengeruch der Pilze hier. Nicht exakt identisch, und der Geruch hier war um ein Vielfaches stärker, aber es bestand eine gewisse, Familienähnlichkeit zwischen den beiden Sinneswahrnehmungen. Rolf fasste sich ein Herz und riss 3 der Pilzgewächse ab.
Er steckte sie in die linke Seitentasche seiner Jacke. Probieren wollte er sie jetzt nicht. In der Situation, in der er sich befand, konnte er weder Übelkeit noch Dünnschiss gebrauchen. Aber wenn er wieder bei Mariam war, dann würde er erstmal eines der Gewächse unter erhöhten Vorsichtsmaßnahmen vor der Hütte über einem kleinen Feuer garen und dann einen Selbstversuch starten. Vielleicht hatte er hier wirklich eine brauchbare Nahrungsquelle entdeckt. Eine Nahrungsquelle noch dazu, die man nicht jagen musste, sondern einfach in großer Menge von der Felswand pflücken konnte. Natürlich war das kein Grund, den Gamsbock entkommen zu lassen. Wusste man wenigstens, was man hatte. Rolf ging weiter. Irgendwo und irgendwann musste der blöde Gamsbock doch demnächst mal verbluten. Rolf bewegte sich langsam voran, Schritt für Schritt, so lange, bis er in etwa 20 Metern Entfernung ein silbriges Glitzern am Boden wahrnahm, eher einen silbrig glitzernden Streifen, der in einem seltsamen Winkel quer über den Sims verlief. Ein paar Schritte weiter hörte er dann das Plätschern, und da wusste er, dass es ein Bach war, der seinen Weg kreuzte. Nicht, dass dies nicht ohnehin seine erste Assoziation gewesen war, aber in einer Bruchzone konnte man ja nie wissen. Der kleine Bachlauf war etwas weniger als einen halben Meter breit und etwa 40 Zentimeter tief. Er entsprang der Felswand links von Rolf etwa auf Kniehöhe. Es gab an dem Rinnsal nichts Bemerkenswertes zu entdecken, und gerade wollte Rolf sich wieder erheben, da sah er die Knochen neben seinem rechten Stiefel. War das einmal eine Ratte gewesen? Nein, zu groß. Ein Kaninchen oder ein Hase. Er konnte es nicht genau sagen, denn der Schädel war nicht mehr da. Aus diesem Bach sollte er also wohl besser nicht trinken. Es schauderte ihn, und zunächst wusste er nicht warum. Er hatte schon öfter giftige Gewässer. Nein, das war es nicht. Er studierte das Skelett genauer. Der Brustkorb. Jede einzelne Rippe war gebrochen, die schmalen Knochen einen halben Zentimeter in die dünne Erdschicht gedrückt, die den felsigen Sims rund um den Bach herum bedeckte. Jemand hatte die Knochen gründlich zertreten. Natürlich, es konnte sein, dass das Tier in diesem Moment schon lange tot gewesen war. Vielleicht war es nur die Freude an dem dabei entstehenden Geräusch gewesen. Aber das war mehr oder weniger egal. Der Gamsbock konnte es nicht gewesen sein, der das Tier zertreten hatte, denn selbst wenn er über die Knochen hinweggetrampelt wäre, hätte er nicht jeden einzelnen Knochen erwischt. Nein, das musste ein Mensch gewesen sein. Rolf richtete sich nun endgültig auf. Mit einem Mal sah er seine Umgebung mit ganz anderen Augen. Kälte, Wölfe. Das waren mehr oder weniger kalkulierbare Risiken für ihn. Mit Menschen war das eine ganz andere Sache. Erneut überprüfte er seine Waffe. Was war die größere Gefahr? Dass es in der Umgebung der Hütte, in der sie erstmal bleiben wollten, Menschen gab, die sie nicht kannten? Oder dass er sie mit seiner Suche erst auf sich und Mariam aufmerksam machen würde. Die Entscheidung fiel ihm nicht schwer. Eine unbekannte Gefahr war immer größer als eine, die man einschätzen konnte. Er musste wissen, wie viele es waren, wie sie drauf waren und vor allem, ob sie wirklich eine Bedrohung darstellten. Vielleicht waren sie ja auch okay. Vielleicht sogar eine Hilfe. Rolf hielt das zwar nicht für wahrscheinlich, aber für theoretisch möglich. Er straffte sich. Dann machte er einen großen Schritt über das Rinnsal hinweg, was ihm kaum Mühe bereitete. Rolf war groß, ein Bär von einem Mann, auch wenn das Alter und die alten Verletzungen ihm immer mehr zu schaffen machten. Hellwach war er nun, als er weiterging, hielt nach weiteren Spuren Ausschau, und es dauerte nicht lange, bis er sie fand. Zuerst waren es nur mehr Skelette kleiner Tiere, die hier und da entlang des nun in einem leichten Bogen verlaufenden Simses zu finden waren und seine Aufmerksamkeit erregten, dann das eines Menschen.
Die Knochen steckten noch in den löchrigen Überresten der Kleidung. Der rechte Unterschenkel fehlte, aber das linke Bein war noch vollständig vorhanden. Der zugehörige Fuß steckte in einem Wanderstiefel, und die Größe des Schuhwerks ließ Rolf annehmen, dass es sich bei dieser Leiche um einen Mann handelte. Jeansstoff flatterte im Wind um die Hüftknochen, eine lange Unterhose darunter, Funktionsshirt und Hoodie am Oberkörper, darüber eine Allwetterjacke. Alles verwittert und zerlöchert. Der Tote musste schon eine ganze Weile hier liegen. Auffällig war, dass dieses menschliche Skelett nicht zertreten worden war. Rolf sah sich erneut misstrauisch um, dann ging er in die Hocke und besah sich die Überreste genauer. Die Todesursache war schnell zu erkennen. Ein Loch im Schädel, nicht besonders groß, vielleicht ein Durchmesser von 2 oder 3 Zentimetern, wobei die scharfzackigen Ränder von haarfeinen Rissen umgeben waren. Stumpfer Gegenstand oder Sturz, attestierte Rolf in Gedanken. Er sah nach oben. Der Felsüberhang ragte zu 3/4 über den Sims. Also kein Sturz. Wäre der Mann von oben auf den Rand des Simses gefallen, wäre er nicht auf dem Sims zum Liegen gekommen, sondern mehr oder weniger abgeprallt und weiter in die Tiefe gestürzt. Also ein Kampf. Das war besorgniserregend. Aber es bedeutete auch, dass sich der Tote mit Absicht auf diesem Sims aufgehalten hatte. Warum? Rolf selbst hatte ja einen Grund, hier zu sein. Den Gamsbock. Aber der Tote? Was hatte er hier gewollt? Hatte er denselben gefährlichen Abstieg hinter sich gebracht wie Rolf? Was hatte der Mann hier gesucht? Hatte er die Skelette der kleinen Tiere zertreten? Und wie waren die überhaupt hierher gekommen? Widerwillig durchsuchte Rolf die Taschen des Toten. Nichts, weder in der Allwetterjacke noch in den Hosentaschen oder den Taschen des Hoodies. Geplündert, und zwar vollständig. Von wem? War der Mann mit einem oder mehreren Begleitern hierher gekommen? Waren sie in einen Streit geraten, der dann eskaliert ist? Oder war er mit Absicht in diesen abgelegenen Bereich gelockt worden, um getötet zu werden? War er vielleicht einer der Händler, von denen Mariam und Rolf in der letzten Siedlung gehört hatten, in der sie Halt gemacht hatten? Vage erinnerte er sich an die Geschichte, aber ganz bekam er sie nicht mehr zusammen. Einer der älteren Siedlungsbewohner hatte von einem Händler erzählt, der die Siedlung 2-mal im Jahr besucht hatte. Etwa um diese Zeit im Jahr war er aufgebrochen, hatte denselben Weg eingeschlagen wie Rolf und Mariam. Seitdem war er nicht mehr wiedergekommen, und man vermutete, dass er hier in diesem falschen neuen Gebirge von schlechtem Wetter überrascht worden war. Aber wenn der Mann ein Händler war, wo war dann seine Ware? Ein Geräusch riss Rolf aus seinen Gedanken. Der schwache, zittrige Schmerzenslaut eines Tieres. Der Gamsbock. War das zähe Mistvieh nun doch endlich irgendwo zusammengebrochen? Der Gedanke an das saftige Fleisch, das das Tier ihm und Mariam liefern würde, ließ Rolf für einen Moment seine Vorsicht vergessen. Er erhob sich, und ein Dutzend schnelle Schritte später sah er das Tier. Rolf sah das Tier, und er sah den schwarz klaffenden Höhleneingang, vor dem es zusammengebrochen war. Sie schwebte im Nichts, irgendwo zwischen Schlaf und Erwachen, nicht wirklich träumend, aber doch voll unbewusster Gedanken und Erinnerungen, war eins mit sich und dem kleinen Wesen in ihrem Körper, mit ihrem Herzschlag und mit ihrer Atmung. Wohlig und warm lag sie unter ihren Decken, obwohl es in der Hütte trotz des kleinen Feuers recht kühl war.
aber das war gerade die richtige Mischung. Kühle und frische Luft in ihrer Lunge, dennoch geborgen und sicher, und der plötzliche Schmerz ließ sie aufschreien. Er durchzuckte ihren ganzen Unterleib für mehrere Sekunden, bevor er wieder abflaute und ein Gefühl von Wundsein in ihr hinterließ. »Scheiße«, murmelte sie halblaut, denn Mariam wusste, dass dieser Schmerz erst der Anfang war. Ein Vorbote, eine Ankündigung, eine Drohung. Eine Drohung wie das langgezogene Wolfsgeheul, das von draußen an Mariams Ohren drang. War es näher gekommen? Ja, ja, es war lauter geworden. Definitiv. Mühsam wühlte sich Mariam unter ihren Decken heraus und setzte sich auf. Sie war noch immer leicht desorientiert. Ihr Gehirn weigerte sich hartnäckig, in die Realität zurückzufinden und aus dem Ruhezustand herauszukommen, in dem es sich befunden hatte. Draußen dämmerte die Nacht heran. Nicht, dass es schon dunkel gewesen wäre. Nein, es gab noch Sonnenlicht. Seltsam verfärbtes Sonnenlicht, so dass das, was Mariam sah, noch unwirklicher wirkte als ohnehin schon. Das war auch etwas, was sich seit dem roten Bruch verändert hatte. Das Sonnenlicht wechselte beinahe täglich seine Farbe, und nur eher selten, meist an windigen Tagen, war es so, wie Mariam es von ihrer Kindheit gewohnt war. »Da sind Partikel in der Luft«, hatte Rolf ihr einmal erklärt, und Mariam hatte genickt, so als ob sie wüsste, was er damit sagen wollte. Sie war sich nicht einmal sicher, ob er diese Farben im Himmel selbst wirklich erklären konnte oder ob er diesen Satz schlicht irgendwo aufgeschnappt hatte. Manchmal war es Sepia, dann wieder ein kränkliches Violett, dann, ein anderes Mal, waren die Farben satt und stark oder schwach, wie von einem Grauschleier überzogen. Heute aber, jetzt, wo Mariam die Wölfe beobachtete, die in der Tat näher an die Hütte herangekommen waren, hatte der weiße Schnee einen schwachen Blaustich, wirkte noch kälter, schimmerte unwirklich. Mariam zählte 6 der großen Tiere, die sich vor dem bläulichen Weiß des Schnees wie Schatten abzeichneten. 5 der Wölfe hielten sich dicht beieinander, und Mariam konnte sehen, dass ihre Pfoten einige Zentimeter tief in die Schneedecke einsanken. Sie starrten aus etwa 2 Dutzend Metern Entfernung mit ihren mal schwarzen und mal gelb leuchtenden Augen zu Mariam zurück. Sie bekam eine Gänsehaut. Das letzte, das größte der Tiere, hielt sich weiter hinten. Es war nicht nur die räumliche Entfernung und die Größe, die es von den anderen Wölfen abhob. Wo die 5 Tiere weiter vorn sich unruhig umeinander bewegten, hin und wieder sogar nacheinander schnappten, da saß es ruhig, fast statuengleich auf den Hinterläufen im Schnee, den Oberkörper aufgerichtet. Kein Heulen, kein Knurren, keine unwillkürliche Bewegung. Still und starr saß es da und schaute. Mariams Gänsehaut intensivierte sich. Sicher, auf diese Entfernung konnte man es nicht mit Sicherheit sagen, aber ihr war, als wäre ihr Blick für eine Sekunde am Blick des Wolfes hängen geblieben. »Schwachsinn, das redest du dir nur ein«, sagte sie sich leise, und dann durchzuckte ein neuer Krampf ihren Unterleib, und sie konnte nicht anders, ließ sich rückwärts auf das kleine Bett fallen und hielt sich die straffe Wölbung ihres Bauches. Mehrere Minuten starrte sie an die Decke der Hütte. Hatte sich da etwas verändert? Eigentlich kannte sie inzwischen jede sichtbare Maserung des Holzes, jeden Riss, jeden Nagel und jede Schraube in- und auswendig. Aber jetzt, wo der Schmerz nur langsam, langsamer als zuvor, zusammen mit ihrem Zittern nachließ, da war sie sich nicht sicher. Als es endlich vorbei war, wurde ihr kalt. Mühsam und ungeschickt zog sie sich die obere ihrer Decken wie einen Umhang um die Schultern, und ebenso mühsam stand sie auf. Sie musste Holz nachlegen und die Waffen überprüfen.
Sie würde sicher keine Waffen brauchen, sagte sie sich. Trotzdem wäre es besser. Die Hütte war zwar alt und es zog hier und da durch manche Spalten Kälte herein, aber im Großen und Ganzen war sie hier sicher. Und Rolf? Tja, so wie Mariam ihn kannte, würde er kurzen Prozess mit den Tieren machen, sollten diese noch da sein, wenn er zurückkäme. Naja, vielleicht nicht mit allen. Die, die schlau genug sein würden, nicht ihr Glück bei ihm zu versuchen und zu fliehen, würde er verschonen, wenn er einen guten Tag hatte. »Haben wir eigentlich schon einmal Wolf gegessen?«, fragte Mariam sich unvermittelt. »Nein, sie konnte sich nicht daran erinnern. Der Gedanke kam ihr seltsam vor, ohne dass sie wirklich wusste, warum. Eigentlich war Fleisch doch Fleisch, oder etwa nicht. Warum galten manche Tiere als Nahrung und andere nicht? War eine wütende Bache nicht viel gefährlicher als ein Wolf?« Trotzdem aß man sie, wenn man sie erlegen konnte. Daran konnte es also nicht liegen. War es das Aussehen, der Geschmack? Sicher, irgendwann einmal musste doch ein Mensch einen Wolf gegessen haben, oder nicht? Rolf hatte ihr irgendwann einmal von alten Büchern erzählt, die er gelesen hatte. In denen hatten die Menschen vor langer, langer Zeit die Herzen ihrer Feinde gegessen. Oder waren das Schütze und Wanda gewesen? Traurigkeit überfiel sie wie ein Schwarm schwarzer Krähen von ganz weit hinten aus einer tiefen dunklen Höhle irgendwo in ihrem Kopf. So viele hatte sie verloren. Und jetzt dieses neue Leben in ihr und... Mit einem Mal kamen ihr die Wölfe doch wieder bedrohlich vor. Mariam überprüfte die Tür, rüttelte daran. Trotz des Querbalkens, der als Riegel diente, wie bei einem mittelalterlichen Burgtor, nur kleiner eben, hatte die Tür einige Millimeter Spiel und das so entstehende hölzerne Geräusch animierte einige der Tiere dazu, erneut mit dem Heulen zu beginnen. Wenn es von weiter weg kam, fand Mariam Wolfsgeheul sogar schön, sehnsuchtsvoll und ein wenig traurig, aber schön. Hier und jetzt kam es ihr nur hungrig vor. Hungrig und böse. Umständlich begab sie sich wieder auf ihr Lager. Der Bauch behinderte sie ganz schön und sie fluchte leise, als sie erneut durchs Fenster spähte. Und jetzt trat sie das Kind auch noch. Die Tränen traten ihr in die Augen, nicht wegen der Schmerzen, nicht weil sie plötzlich furzen musste, einfach nur wegen allem. Weil ihr Körper ihr alles so schwer machte, selbst die kleinste, selbstverständlichste Kleinigkeit, weil ihr Kontrolle genommen wurde, nicht nur über ihren verdammten Hintern, sondern auch über ihre Gefühle, weil mit einem Mal alles so bedrohlich und einfach schlimm geworden war. Ein Gedanke, der sie wieder zu den Wölfen brachte. Die waren noch da und sie waren näher gekommen. Die vorderen fünf zumindest. Das andere Tier, das auch vorhin schon im Hintergrund geblieben war, saß noch immer an Ort und Stelle und es starrte noch immer in Mariams Richtung. »Das ist doch nicht normal«, dachte sie, als sie etwas anderes zusammenzucken ließ. Sie wusste im ersten Moment nicht, was es war, hörte sich nur selbst aufschreien. Erst dann registrierte sie, dass es ein Geräusch war, das sie so erschreckt hatte. Und dass dieses Geräusch von der Tür der Hütte kam. Sie schaute hin. Ja, sie konnte es erkennen. Die Tür vibrierte. War das ein Schatten? Ein Schatten von vier Pfoten, den sie da zwischen Türblatt und Boden sehen konnte? Einen Lidschlag später war da nichts mehr. Mariams Blick schnellte zum Fenster. Ja, ein Tier aus der vorderen Gruppe fehlte, und als sie das registriert hatte, hörte sie es auch. »Nimmt Anlauf«, dachte sie noch, da ließ erneut ein schwerer Schlag das Türblatt erzittern. Obwohl sie damit gerechnet hatte, zuckte sie noch einmal zusammen, aber sie fand ihre Fassung schneller wieder als beim ersten Mal. »Die Flinte«, Mariam schnappte sich die Waffe und entsicherte. Geladen hatte sie sie ja schon. Kalt,
funktional, teilnahmslos. Mariam wurde wieder etwas ruhiger. Sie merkte es nicht, aber der Schweiß brach ihr aus, während sie wartete, während sie lauerte und angestrengt lauschte. Erst als ihr leicht schwindelig wurde, fiel ihr auf, dass sie die Luft angehalten hatte. Mariam atmete japsend ein, so tief sie konnte. Ein erneuter Blick zum Fenster verriet ihr, dass dort vorn vor der Hütte wieder alle 5 Wölfe zu sehen waren. Auch das andere Tier weiter hinten war noch dort, wo Mariam es zuletzt gesehen hatte. Mit starrem Blick beobachtete Mariam die Wölfe weiter, versuchte abzuschätzen, ob sie ihren Versuch mit der Tür wirklich abgebrochen hatten. Aber in den Gesichtern der Tiere konnte sie nichts ablesen, konnte die hungrigen Blicke, die die Tiere immer wieder in ihre Richtung schickten, nicht deuten. »Ihr wollt ihr Mistviecher«, dachte sie und starrte zurück in die gelben Augen. Lange hatte sie gestarrt, dann war eine neue Welle von Wehenschmerzen über sie hereingebrochen, so wie eine tosende Sturmflut, die eine Küste verwüstete und die alles, Stock und Stein und Menschen mit sich reißt, um sie zu ersäufen. Tatsächlich hatte Mariam für einige Zeit nach Luft schnappen müssen, noch eine ganze Weile lang, nachdem die Schmerzwelle ihr Bewusstsein überschwemmt hatte und sie wieder aus der See ihrer Empfindungen aufgetaucht war. Die Wehen kamen in immer kürzeren Abständen. »Es kann nicht mehr lange dauern«, dachte Mariam. »Fuck.« Ihr Kind würde bald geboren werden, und draußen waren noch immer die Wölfe, die sich so seltsam benahmen. Und Rolf war noch immer nicht hier, und noch hatte sie einen prallen Bauch, konnte sich kaum rühren. Und wenn das nicht mehr so wäre, wenn ihr Kind geboren wäre, wenn Mariam es endlich hinter sich haben würde, dann würde sie erschöpft sein, entkräftet und wehrlos. Und auch ihr Kind würde dann wehrlos sein, und nur die Tür würde es vor den Tieren beschützen. Die Tür, die bereits jetzt... Nein. Nein, die Tür würde halten. Ganz bestimmt. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall würde die Tür halten, denn sie musste es schlicht und einfach. Die letzte Schmerzwelle hatte Mariam auf den Rücken geworfen und sie setzte sich wieder auf, um aus dem Fenster zu sehen. Sie keuchte. Ihre Atmung ging schnell und flach. Es war inzwischen nicht viel dunkler geworden. Die Zeit war ihr länger vorgekommen, die Zeit, in der die Schmerzen in ihrem Unterleib sie wehrlos gemacht und ihren gesamten Geist eingenommen hatten. In Wahrheit konnte der ganze Vorgang höchstens wenige Minuten gedauert haben. Die Tiere waren noch immer draußen vor der Hütte. Noch immer saß das größte Tier weiter hinten, beobachtete seine Artgenossen und die Hütte, und noch immer bewegte es sich nicht. Doch, da. Es drehte den Kopf einmal hin und her, als würde es auf etwas warten und danach Ausschau halten. Als würde es warten, so wie Mariam auf Rolfs Rückkehr wartete, damit er machen konnte, dass alles gut werden wird. Gerade wollte Mariam sich in Gedanken selbst zurechtweisen, wollte sich selbst sagen, dass sie gefälligst nicht so verdammt weinerlich sein sollte. Da wurde dieser Gedankenfluss brutal unterbrochen, als ein grässliches Geräusch ertönte. Ein Schlag, ein Knurren und hektisches Schaben. Mariams Blick huschte nach oben, dorthin, von wo die Geräusche kamen, dann zum Fenster zurück. Ja, ein Tier fehlte. Sie wusste nicht, ob es sich um denselben Wolf handelte, der auch versucht hatte, die Tür aufzubrechen oder nicht, aber eines der Mistviecher fehlte. Die Tür. Die Tür war noch immer verschlossen und verriegelt. Gut. Ihr Blick wanderte wieder nach oben, in Richtung Dach. Sicher war der Wolf von der Rückseite her auf das Dach der Hütte gelangt, von hangaufwärts her. Das Tier musste schwer sein, ziemlich sogar, denn plötzlich war das Licht, das von der Feuerstelle ausging, ganz anders, was daran lag, dass nun Staubpartikel in der Luft herumtanzten. Sie mussten sich aus den Zwischenräumen der dicken Holzbalken gelöst haben und... »Dicke Holzbalken, dicke Holzbalken, dicke Holzbalken«, sagte sich Mariam ein paar Mal hintereinander selbst vor, während sie die Flinte, die sie instinktiv auf die Decke gerichtet hatte, langsam wieder sinken ließ.
Sie hatte diese nutzlose Geste nicht bewusst ausgeführt, hatte einfach nur auf den Schock der viel zu nahen Geräusche reagiert. Sie ließ die Waffe los, wischte ihre Hände an der oberen der Decken ab, unter denen sie sich, ohne es zu bemerken, hervorgewühlt hatte. Auch die Decke der Hütte würde standhalten, ganz sicher. Und was hatte sie mit der Waffe gewollt? Den Wolf durch das dicke Holz hindurch erschießen? Lächerlich. Es würde eine Schrotladung aushalten und es würde das Gericht des Raubtieres aushalten, ganz ohne Probleme. Auch wenn es staubte und unter dem gierigen Pfotenscharren knarrte. Die Hütte würde sie und ihr Kind beschützen. Und Rolf würde auch bald hier sein und dann hatte sie ohnehin keinen Grund mehr, Angst zu haben. Oder? Langsam und die Maschinenpistole, die an seinem rechten Arm fixiert war, schussbereit erhoben, ging Rolf auf den am Boden liegenden Gamsburg zu. Der Höhleneingang, vor dem das Tier zusammengebrochen war, war schwarz. Tiefschwarz, um genau zu sein, und genau deswegen wirkte er so bedrohlich, obwohl er eigentlich eher klein war und gar nicht wirkte wie ein klaffendes Maul. Rolf rationalisierte seine Gefühle oft auf diese Weise, und gerade musste er einiges an Gefühlen rationalisieren. Angst, Gänsehaut, erhöhte Herzfrequenz. Trotzdem setzte er weiter einen Fuß vor den anderen. Noch 3 Schritte trennten ihn von dem verendeten Tier. Da war mehr Blut im Fell des Gamsbocks zu sehen, als eigentlich dort sein sollte. Das Blut war nicht nur rund um die Einschussstelle am Hinterlauf zu sehen, dort, wo Rolfs Kugel das Fleisch des Tieres zerrissen hatte. Rolf machte einen weiteren Schritt, löste aber für einen kurzen Moment den Tierkadaver. Misstrauisch und angespannt tastete sein Blick die Umgebung ab. Fernes Wolfsheulen ließ ihn erschaudern. Was war nur los mit ihm? Warum fühlte er sich so verletzlich? Er hob den Arm mit der Waffe, drehte sich im Kreis. Hinter ihm der Sims, über ihm der Felsüberhang, der den Schnee vom Sims ferngehalten hatte. Feucht war der Boden trotzdem. Auf der anderen Seite des Simses ging es steil hinunter, nur dort nicht, wo Rolf von der Bruchzone aus hinabgeklettert war, dem Tier, seiner Beute, hinterher. Sollte er jetzt nicht triumphieren, sich freuen? Er hatte sich angestrengt und dann ein Ziel erreicht, hatte für Essen gesorgt. Normalerweise fühlte er sich gut in einer solchen Situation. Er hatte für sich und Mariam gesorgt. Jetzt musste er sich nur noch beeilen, um zu der kleinen Berghütte zurückzugelangen, bevor es endgültig dunkel wurde. Die Runzeln auf seiner Stirn wurden noch etwas tiefer. Die fahle Sonne war rasch gesunken, nicht ganz, aber doch merklich. Vielleicht war es das, der anstrengende Rückweg, der ihm noch bevorstand. Für einen kurzen Augenblick sah er sich selbst von oben, eine kleine, dunkle Gestalt, die den Gamsburg quer über den breiten Schultern trug und unaufhaltsam durch das unendliche Weiß stapfte. Schritt für Schritt voran, nicht aufzuhalten und plötzlich musste er über sich lachen. Und dann blieb ihm sein Lachen im Halse stecken, wurde abgeschnitten von einem steinernen und schabenden Geräusch. Rolf wirbelte herum, wandte sich dem Höhleneingang zu, denn von dort war das Geräusch gekommen. Blitzschnell hatte er sich umgedreht, war in die Knie gegangen. Der Lauf seiner Waffe war exakt auf die Mitte des noch immer schwarzen Höhleneinganges gerichtet. Da hatte sich nichts verändert. Für seine Augen war das Dunkel im Fels noch immer absolut undurchdringlich. Auch der Gamsbock lag noch genauso tot und regungslos da wie gerade eben noch. Rolf erhob sich nur langsam, wobei sein rechtes Knie laut knackte, beinahe so laut wie das Geräusch gerade eben. Er brummte mürrisch. Vielleicht hatte sich einfach nur irgendwo in der Höhle ein wenig Geröll gelöst. Ja, ganz bestimmt.
aber er durfte die skelettierte Leiche und die zertretenen Kleintierknochen nicht vergessen. Noch einmal schaute er hinter sich, dann wandte er sich wieder dem Gamsbock zu und seine Augen verengten sich. Was war das denn? Naja, das erklärte das Blut im Fell des Gamsbocks. Das Tier war auf seiner Flucht in eine Falle geraten, die wohl den Höhleneingang sichern sollte. Das rechte Vorderbein des Tieres steckte zwischen den stählernen Kiefern eines künstlichen, federgetriebenen Mauls. Eine Falle, wie Rolf sie aus alten Westernfilmen kannte. Die Sorte Film, in denen pelzbehangene Trapper versuchten, ihr Geld mit Tierfällen zu machen und mit den stets edlen, wilden Ureinwohnern aneinander gerieten. Rolf runzelte seine Stirn erneut. Wie hießen die Dinger doch gleich? Und sah er nicht selbst aus wie einer dieser Trapper aus den, Abzugseisen, ja, das war das Wort. Das Tier war also in ein Abzugseisen geraten. Aber es war nicht die Falle gewesen, die das Tier getötet hatte. So wie es aussah, war es durch Blutverlust und Entkräftung an dieser für das Tier sehr ungünstigen Stelle zusammengebrochen. Rolf warf einen weiteren misstrauischen Blick in den Höhleneingang. Auch jetzt, wo er, ohne es zu bemerken, einen letzten Schritt gemacht hatte, um sich die Sache genauer anzusehen, konnten seine Augen das Dunkeln im Inneren des Berges nicht durchdringen. Es war, als würde die Höhle das fahle Tageslicht geradezu aufsaugen. Ein schwarzes Loch. Bei diesem Gedanken kam ihm sofort der glorreiche Monolog von Maximilian Schell im gleichnamigen Disney-Film ins Gedächtnis. Eindrucksvoll, gerade in der Verbindung mit dem großartigen Soundtrack. Wäre da nicht dieser dämliche Humor gewesen, der Rolf den Film gründlich vergällt hatte. Fuck Disney, dachte Rolf noch, bevor er sich daran machen wollte, den am Knie eingeknickten Vorderlauf des Gamsbocks aus der Falle zu befreien. Aber bevor er zur Tat schritt, hielt er noch einmal inne. Würde er das jetzt tun, müsste er seine Aufmerksamkeit für einige, unter Umständen viel zu lange Sekunden von dem Höhleneingang abwenden. Vielleicht sollte er zuerst einen Blick in die Höhle werfen, nur damit er sicher sein konnte, dass ihn nichts überraschen konnte. Nein, nicht nichts. Niemand. Damit ihn niemand überraschen konnte, denn Dinge stellten keine Fallen, und eins war allerspätestens jetzt zweifelsfrei klar. In der Höhle lebten Menschen. Obwohl daran kein Zweifel mehr bestehen konnte, suchte Rolf nach einer letzten Bestätigung und er fand sie. Die Kette, die am Gestell der Falle unterhalb der Kiefer angebracht war, war irgendwann einmal gerissen oder durchgerostet. Vielleicht hatte man die Kette auch mit Gewalt durchtrennt, als man die Falle irgendwo gefunden und sich entschieden hatte, sie mitzunehmen. Aber das war jetzt egal. Denn jetzt, wo Rolf wusste, wo er hinzusehen hatte, erkannte er das dreckige und recht dünne Seil, das die Farbe des Bodens hatte und von der Falle zu einem Stein führte, an dem es befestigt war. Diesen Stein hatte man in einer Felsspalte linker Hand verklemmt. Das konnten nur Menschen. Menschen, die ihn vielleicht gerade jetzt aus dem Schutz des Dunkels der Höhle heraus beobachteten und darauf lauerten, dass er... Aber vielleicht waren sie ja auch schon lange weg. Dieser Gedanke beruhigte Rolf irgendwie. Ja, vielleicht. Nein, was sollte das? Wenn er wissen wollte, ob in dieser Höhle jemand lebte, musste er nachsehen. Punkt. Da half all das Hin- und Herdenken rein gar nichts. Rolf tastete an sich herum. Hatte er nicht? Doch, ja, er hatte ja immerhin etwas Kerosin mitgenommen. Von dem seltsamen Flugzeugwrack oben in der Bruchzone. Eine Minute später hatte er eine kleine Fackel gebastelt, indem er etwas Stoff von der Kleidung der skelettierten Leiche um deren linken Oberschenkelknochen gewickelt und mit etwa der Hälfte des erbeuteten Kerosins begossen hatte, wobei er sehr sorgfältig und sparsam vorgegangen war, um keinen Tropfen der kostbaren Flüssigkeit zu verschwenden. Zurück vor der Höhle entzündete er die improvisierte Fackel, nachdem er noch einmal aufmerksam auf Geräusche gelauscht hatte. Aber da war nichts gewesen, nur erneutes Wolfsgeheul in der Ferne.
Dieses Mal bekam Rolf keine Gänsehaut davon. Mit der Fackel in der Hand ließ er den Gamsbock hinter sich zurück und betrat die Höhle. Er musste sich ziemlich weit hinunterbeugen, um durch die Öffnung zu passen, aber es ging. Das flackernde Licht der Fackel zeigte ihm nichts, was er nicht in einer Höhle erwartet hätte. Stein, nämlich. Allerdings konzentrierte er sich hauptsächlich auf den Boden vor sich. Wo eine Falle angebracht war, konnten noch andere sein. Auf den ersten 3 oder 4 Metern war der Höhleneingang klaustrophobisch eng, bevor die Decke nach oben und die Wände zu den Seiten hin wichen und so eine Art Vorraum bildeten, der vom Licht der Fackel gerade ebenso ausgeleuchtet wurde, wobei allerdings einige Felsspalten beunruhigend dunkel blieben. Rolf änderte dies, indem er einige weitere vorsichtige Schritte machte und den linken Arm, mit dem er die Fackel hielt, weitestmöglich ausstreckte. Der Lauf seiner Heckler- und Kochmaschinenpistole folgte seinen Blicken wie automatisiert. Erst als er sich sicher war, alleine zu sein, sah er sich die beiden Leichen an, die weiter hinten lagen, wo es 2 weitere Gänge gab, die schräg nach unten und weiter in den Fels hineinführten. Die Leichen, oder besser die Skelette, es war ihm unmöglich zu erkennen, ob es sich bei ihnen um einen Mann und eine Frau handelte. Dennoch hatte er diesen Eindruck, aber das konnte genauso gut Ergebnis von Vorurteilen und lebenslang erworbenen Erfahrungen sein. Auf jeden Fall war eine der Leichen etwas kleiner und zierlicher als die andere, und im Gegensatz zu der Leiche draußen auf dem Sims waren beide unbekleidet. Auch bei diesen beiden Toten waren Kratzspuren an den Knochen zu sehen. Dieser Umstand bereitete Rolf Unbehagen, obwohl er nicht wusste, ob die Spuren überhaupt von Zähnen herrührten, und wenn, dann wusste er nicht, ob diese Zähne zu Mensch oder zu Tier gehörten. Rolf beschloss, die Höhle vorerst nicht weiter zu erforschen. Zumindest in unmittelbarer Nähe gab es außer ihm kein anderes Lebewesen, und falls doch, würde es zumindest so lange brauchen, um nach draußen zu gelangen wie er selbst. Und dies ließ wiederum ihm ausreichend Zeit, sich, Falle hin oder her, den Gamsbock zu schnappen. Er warf einen Blick auf seine Fackel. Die würde nicht mehr lange brennen. Ja, es war an der Zeit, sich endgültig von hier zu verabschieden. Aber ein klein wenig zusätzliche Sicherheit konnte nicht schaden. Zügig trat er zu den Skeletten hin und verteilte ihre Knochen so vor den beiden weiter in den bergführenden Gängen, dass jemand, der von dort unten käme, höchstwahrscheinlich bei irgendeinem seiner Schritte an einem Knochen hängen bleiben und ein Geräusch verursachen musste, das Rolf vielleicht sogar von draußen aus würde hören können. Fallen stellen, das konnte er auch. Gerade war das schwarze Wasser, in dem Mariams Geist trieb, noch ganz ruhig und friedlich gewesen. Warm und ruhig und seltsam tröstlich. Sicher, etwas hatte gebrodelt, da war Bewegung gewesen, ganz tief unten. Etwas in ihrer Nähe, das bald Unruhe verbreiten würde. Etwas, das Schmerzen bringen würde. Aber es war noch weit weg gewesen. Nun begann es sich zu regen, und Mariam konnte sich nicht rühren, trieb still an der Oberfläche, dem Ding dort unter ihr völlig ausgeliefert. Sie konnte es nicht sehen, sie konnte es nicht hören, aber sie fühlte, wie es näher kam, wie es aus der Tiefe aufstieg. Und sie wusste auch, wie es aussah. Ein schuppiges, stacheliges Ding mit einem grässlichen Gesicht war es, in dem doch eine menschliche Eigenschaft eindeutig abzulesen war. Bosheit. Mariam fühlte, wie es näher kam, und sie wusste, dass es direkt auf sie zusteuerte, denn hier existierte nichts außer dem Ding und ihr selbst. Das bösartige, stachelige Ding hatte auch Fäden, und diese Fäden brachten den Schmerz mit sich, wie die Fäden einer Qualle.
nur größer und länger. Und diese Fäden, im Geist sah Mariam sie vor sich, auch diese Fäden hatten einen bösen Willen. Panisch versuchte Mariam unter sich zu schauen, aber sie konnte sich nicht rühren, noch immer nicht, egal wie sehr sie es versuchte. Und sie wusste, selbst wenn sie es geschafft hätte, hätte sie das Ding mit den Fäden im dunklen Wasser nicht erkennen können. Aber verdammt, sie konnte es fühlen. Sie wusste, es war da, und sie wusste, dass es den Abstand zwischen ihnen stetig und immer schneller verringerte. Lang hallten ihre panischen Schreie über die unendliche nachtschwarze Wasseroberfläche, aber niemand antwortete. »Ja, Rolf ist nicht da. Er kann mich nicht hören.« Der Gedanke war nur ganz schwach in ihr vorhanden, blitzte nur kurz und sehr weit hinten in ihrem Bewusstsein auf. Dann war ihre Aufmerksamkeit wieder bei dem Ding. Schon jetzt erbebte sie unter der Erwartung der Schmerzen, die es ihr bringen würde. Sie wand und schüttelte sich, aber ihr Körper reagierte nicht auf die mentalen Befehle. Still trieb sie weiter auf dem Wasser, das nun nicht mehr warm und tröstlich war. Da war jetzt eine Kälte, die das schuppige, stachelige Ding mit sich brachte. Es musste jetzt ganz nah sein. Warum? Warum war das so? Warum existierte dieses Böse, das dort unten in der Schwärze auf sie lauerte? Aber das war jetzt nicht wichtig, denn die ersten Fäden des Dings wandten sich ihr entgegen. Ja, Mariam wusste, dass es die gnadenlose Gier in diesen Fäden war, die das Ding mit sich zog. Die Kälte war beinahe unerträglich. Mariam wusste, dass ihr Leib zittern und sich winden wollte, dass ihre Lippen blau waren und sie eine Gänsehaut hatte. Aber noch immer konnte sie sich nicht rühren. Elende, elende Kälte. Dann heißer Schmerz, als die Fäden Mariams Leib berührten. Sie tasteten, suchten Zugang und es fühlte sich schrecklich an. Ihren Rücken entlang nach unten, ihre Beine entlang nach oben, zur Mitte hin. Auch an ihrem Hinterkopf spürte sie die Fäden tasten, wie gierige Finger, ebenfalls auf der Suche nach Zugang. Nase, Mund, Augen und Ohren. Wieder verebbte ihr Schrei ungehört. Dann wirren die Fäden in ihr. Schlangenbrut, die sich überall in ihr wand, aber nicht willkürlich, nicht wie bloßes Nervenzucken, sondern zielgerichtet, getrieben von kalten, teilnahmslosen Gesetzen der Welt, die nichts und niemand aufhalten konnte. So kalt und teilnahmslos dieser schreckliche Wille war, der die verdammten Fäden lenkte, so heiß und grell und allumfassend war die Pein, die diese verursachten, als sie in Mariams Leib weiter und immer wilder an- und wieder abschwollen. Ihre Bosheit erfüllte Mariam, trieb ihr eigenes, panisches Bewusstsein immer weiter zurück, übernahm ihren Körper, ließ ihn erbeben, zerriss Adern und Gewebe, ließ ihre Muskeln verkrampfen wieder und wieder. Mariam fühlte Fasern ihres Körpers reißen, in ihrer Mitte, ganz tief in sich drin, fühlte Wärme, als Blut zu fließen begann, in ihr und aus ihr heraus. Das Wasser um sie herum färbte sich rot. Dann vereinigten sich die Fäden. Der Schmerz wurde unvorstellbar, als sie sich von dem schuppigen und stacheligen Ding trennten, aus dem sie herauswuchsen, wie gewaltsam abgerissen. Während Mariam spürte, wie das Wesen träge davonschwamm, um dann in einigem Abstand zu warten, und sein Gesicht sich veränderte und vor ihrem panikirren inneren Auge verschwamm, fanden die Fäden in Mariams Mitte noch fester zueinander, bildeten ein hartes, pulsierendes, lebendiges Knäuel, von dem sengende Hitze ausging, die Mariams Fleisch verschmorte und an ihm fraß. Das Fadenknäuel schwoll an und ab, verwüstete Mariam, riss ihr Fleisch auf, hüllte sie aus, trieb etwas aus ihr heraus
und auf dem Weg nach draußen verwüstete der sengende Schmerz auch dort ihr Inneres, und Mariam schrie und schrie und schrie, und noch immer war da niemand, der sie hörte und der ihr beistehen konnte. Da war nur die Natur der Dinge, teilnahmslos, gnadenlos. Und dann war da noch ein Wesen, ein kleines, ein neues, und plötzlich konnte Mariam sich wieder rühren. Noch während sie fühlte, wie die Schmerzen weniger wurden, wie die Fäden sich langsam entwirrten und sich dann ebenfalls aus ihr herauswandten und sich dann im Wasser auflösten, schwamm sie los, brachte sich zwischen das neue Wesen und das stachelige, bösartige Ding, damit es nicht an das neue, kleine Wesen herankam. Nur, dass das stachelige, bösartige Ding jetzt gar nicht mehr so bösartig aussah. Das seltsame Gesicht war nicht mehr böse, nein, es schien, ja, eine seltsame Art von allen Dingen losgelöster Zufriedenheit auszustrahlen. Mariam starrte es direkt an, in die tiefen, unmenschlichen Augen, in denen sie nun nichts mehr erkennen konnte, was sie hätte deuten können. Langsam versank das Ding in der Tiefe und ließ Mariam und das neue Wesen allein. Als Mariam ihre Augen öffnete, war es dunkel rings um sie herum. Aber das machte ihr keine Angst. Sie wusste, warum es dunkel war. Sie hatte sich unter den Decken hervorgestrampelt. Dann hatte sie gefroren. Sie hatte die meisten der Lumpen und Stofffetzen, die sie untergelegt hatte, um das Bett vor ihrem Geburtsblut zu beschützen, einfach aus dem Bett und auf den Boden der Hütte geworfen. Für mehr hatte ihre Kraft nicht ausgereicht. Dann hatte sie sich zugedeckt mit allem, was sie hatte erreichen können, hatte sich ganz und gar zugedeckt, sich und ihren winzigen, nackten und blutigen und runzligen und wunderschönen Sohn, hatte sich um ihn herumgewunden, ihn an ihre Brust gelegt. Sie musste lächeln, als sie sich an den Hormonrausch erinnerte, an dieses Glücksgefühl, als er begonnen hatte zu trinken. Jetzt trank er nicht mehr. Sie schreckte hoch, ihr Herzschlag setzte aus. »Trinkt nicht mehr!« Mit einer panischen Wischbewegung warf sie ihre schweren Decken zurück, damit sie... Nein, er atmete noch. Natürlich tat er das. Mariam war ja unter den Decken auch nicht erstickt. Das kleine Gesicht war nun wegen der plötzlichen Bewegung und dem Verlust der vorigen Geborgenheit wütend verzerrt. »So ist es gut.« Gleich würde er schreien. Sie lächelte, dann verzog auch sie ihr Gesicht, hätte ebenfalls am liebsten geschrien, als ihr wunder und erschöpfter Körper verspätet und mit neuem Schmerz auf ihre impulsive Bewegung reagierte. Die Geburt, der letzte Abschnitt, hatte nicht so lange gedauert, wie sie zunächst gedacht hatte. Im schwachen Dämmerlicht, das von den Fenstern her in die Hütte fiel, konnte sie das kleine, runzlige Gesicht ihres Sohnes betrachten. Den Mund, die kleine Nase und die gerade zornigen blauen Augen. Sachte küsste sie ihren Sohn auf die feuchte Stirn. Dann fühlte sie warme und klebrige Flüssigkeit aus sich herauslaufen, als sie mühsam und unter neuerlichen Schmerzen aufstand und Holz nachlegte. Das Feuer war weit heruntergebrannt, sie musste es beinahe von Grund auf neu entfachen. Ihre Mühen wurden von dem unaufhörlichen Geschrei ihres Sohnes untermalt, das für Mariam war wie die schönste Musik, die sie jemals gehört hatte. Seine Schreie bedeuteten, dass er lebte. Die Wut, die darin lag, bedeutete, dass er stark war. »Ich hätte ihn trotzdem sofort wieder zudecken sollen.« Sie kehrte zum Bett zurück, das nach allem Möglichen stank. Sie wusste, sie sollte ihn sauber machen, seinen verklebten kleinen Körper, mit abgekochtem Wasser und einem weichen, sauberen Tuch. Aber das war ihr für heute egal. Sie schützte ihn so mit ihrem Körper, wie sie es vorhin auch getan hatte, zog die Beine an und wand sich um ihn herum, bevor sie sich und ihr Kind wieder zudeckte. Diesmal aber bedeckte sie seinen Kopf nicht ganz und achtete darauf, dass er auch richtig Luft bekam. Er hatte mit dem Schreien aufgehört,
kaum dass er ihre nackte Haut wieder hatte fühlen können, und er wusste, dass sie bei ihm war. Sie, seine Mutter. Mariam legte ihn behutsam ganz nah an ihre andere Brust, und während er trank, sah sie nach schräg oben aus dem Fenster in den Himmel. Sie konnte nur die Wolken sehen, blaugrau im vergehenden Licht des Tages. Die Wolken zogen schnell, wie von zornigem Wind getrieben, und draußen vor der Hütte heulten die Wölfe wieder lauter. Irgendwie hatte Rolf es dann doch eiliger gehabt, von diesem seltsamen Sims und der unerforschten Höhle wegzukommen, als er zugeben wollte. Er hatte den Gamsbock nicht mitgenommen, nicht ganz zumindest. Unter einiger Mühe hatte er, so schnell er konnte, die Falle aufgehebelt und den Kopf des Tieres mit Hilfe seines Messers abgetrennt. Glücklicherweise hatte die scharfe Klinge ihren Weg zwischen die Nackenwirbel des Gamsbocks wie von selbst gefunden. Dann noch die Vorderläufe. Ausnehmen wollen hatte er das Tier allerdings nicht, nicht so nahe am Höhleneingang. Er hatte sich seine Beute quer über die Schultern geworfen und war sich bewusst, dass sie ihn, oder zumindest seinen breiten, aber krummen Rücken, von oben bis unten vollbluten würde. Das war ihm einfach nur egal. Aber abgesehen von seinen Instinkten hatte noch ein anderer, ein objektiverer Faktor in seine Entscheidung hineingespielt. Wenn er sich beeilen würde, konnte er es vielleicht noch zur Hütte schaffen, bevor es überhaupt kein Tageslicht mehr geben würde. Also tat er genau das. Rolf beeilte sich und stapfte über die schneebedeckte Ebene in Richtung des schiefen Holzbaus, in dem Mariam schon viel zu lange auf ihn wartete. Vor lauter Eile wäre er vorhin fast gestürzt. Sein Herz schlug noch immer schneller, als er an seinen kleinen Irrtum und die direkt darauf folgende Unvorsichtigkeit dachte. Er war den Sims zurück zu der Stelle gegangen, an der er ihn betreten hatte. Kurz war er stehen geblieben, hatte nach oben geschaut, zur Bruchzone hin. »Da bin ich runtergeklettert. Für das bisschen Fleisch?« In der Tat kam ihm der Gamsbock leicht vor, zu leicht, der Mühe nicht wert. Aber er wusste, dass das Quatsch war. In der Situation, in der er und Mariam sich befanden, war jede Kalorie, die sie kriegen konnten, äußerst wertvoll. Davon abgesehen, das wusste Rolf ebenfalls, würde das tote Tier auf seinen Schultern früh genug mit jedem Schritt schwerer werden. Und es waren noch viele Schritte, die er machen musste. Bei seiner ersten Einschätzung der örtlichen Gegebenheiten hatte er angenommen, dass der vergleichsweise kurze Abstieg zu der sanft nach oben und in Richtung Hütte ansteigenden Ebene dort unten ein Kinderspiel werden würde. Aber bei genauerer Betrachtung war er sich da gar nicht mehr so sicher. Er war an die Kante des Simses getreten und hatte nach unten gesehen. Es waren wohl doch eher 5 statt 3 Meter. Scharfe Felszacken ragten aus der weiter unten auslaufenden Bergwand hervor. Er warf einen Blick zurück den Sims entlang in Richtung Höhle. Den Höhleneingang konnte er der Biegung wegen, in der Sims verlief, nicht mehr sehen. Auch sonst war da nichts. Naja, da war die Stelle, an der die Pilze wuchsen, von denen er einige mitgenommen hatte. Die konnte er erkennen. Immerhin. Dann schaute er erneut nach unten, prüfte den Weg, den er nehmen wollte, mit Blicken. Rolf durchdachte jeden Schritt und jede Bewegung, die zu machen war. Wenn er stürzen und sich etwas brechen würde, würde er in der Nacht erfrieren, höchstwahrscheinlich zumindest. Und wenn er nicht bald bei der Hütte wäre, dann würde Mariam sich auf die Suche nach ihm machen, spätestens am nächsten Morgen. In ihrem Zustand. Sie würde sich für ihn in Gefahr bringen. Dieser Gedanke war noch schlimmer als der an seine eigenen alternden Knochen, die möglicherweise brechen würden. Erneut wog er den Gamsbock auf seinen Schultern, wippte mit den Füßen, um das Gewicht zu beurteilen. Er sollte das tote Tier hinunterwerfen und dann hinterherklettern.
Jupp, so wäre es am besten. Allerdings musste er es dann vorher doch noch ausnehmen, auch wenn er das aus Zeitgründen erst bei der Hütte hatte tun wollen. Ansonsten könnte der Aufprall dort unten die Eingeweide des Tieres zum Platzen bringen, und dann wäre das Fleisch möglicherweise verdorben. Er seufzte, legte den langsam steif werdenden Gamsbock ab und machte sich an die Arbeit. Rolf brauchte dazu länger als üblich, zum einen seiner fehlenden Finger wegen und zum anderen, weil er das Tier nirgendwo aufhängen konnte und deshalb sämtliche Innereien, die ansonsten zum größten Teil von selbst herausgefallen wären, mit den Händen herausholen musste. Nachdem er fertig war, starrte Rolf auf seine beschmutzten Hände. Da kümmere ich mich später drum, hatte er dann gedacht und den Kadaver hinuntergeworfen und sich angeschickt, hinterher zu klettern. Offenbar war er dabei etwas zu hastig vorgegangen. Auf halber Strecke war sein linker Fuß abgerutscht. An der Stelle war wohl Eis unter der zu dünnen Schneeschicht gewesen. Vielleicht hatte er auch einfach nicht gut genug aufgepasst. Das war egal. Es war vorbei. Nach einer Schrecksekunde und dem für einen Augenblick auftretenden Gefühl von Fallschwindel hatte er sich ja wieder gefangen. Trotzdem, jetzt, den Gamsbock wieder auf den Schultern und über die Ebene stapfend, ging ihm dieser kurze Augenblick nicht aus dem Kopf. Eine halbe Stunde später stapfte Rolf nicht mehr stoisch voran. Jetzt schleppte er sich eher. Offensichtlich hatte er sich zu sehr beeilt, hatte seine eigenen Kräfte überschätzt, obwohl er genau gewusst hatte, dass seine Last mit jedem Schritt schwerer werden würde. Genau das war auch passiert, obwohl er das Tier ausgenommen hatte. Auszuruhen kam ihm jedoch noch immer nicht in den Sinn. Aber etwas langsamer gehen, nur ein ganz klein wenig, das war okay. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die sanfte, aber gnadenlose Steigung der Ebene ihr Übriges tat, um ihm den Rückweg zu erschweren. Aber wenn er eine Pause machen würde, würde es ihm schwerfallen, wieder in die Gänge zu kommen. Das wusste er. Außerdem würde er Mariam gegenüber ein schlechtes Gewissen haben, wenn er sich nicht völlig verausgabte. Ein noch schlechteres als ohnehin schon hieß es. Und was vielleicht noch schlimmer war, seine Selbstachtung würde Schaden nehmen. Also schleppte er sich weiter, immer wieder einen Fuß vor den anderen, auch wenn Knie und Muskeln schmerzten, den Blick auf den in der Abenddämmerung bläulich schimmernden Schnee geheftet. Er reflektierte das Licht noch immer stark, der Schnee, und das war mit ein Grund, aus dem es um Rolf herum noch heller war, als er selbst es für normal hielt. Er musste sogar die Augen zusammenkneifen. »Nichts ist mehr, wie es sein soll«, dachte er, aber im Grunde war das ja schon seit dem letzten großen Krieg der Fall. Seit dem roten Bruch. Umso mehr. Er knurrte, stieß Luft aus, die in Kondensschwaden an ihm vorbeizog. Der Wind kam von vorn, und er hatte mit den beiden hinter ihm liegenden Kilometern die Steigung zu 3/4 hinter sich gebracht. Nicht mehr lange, dann würde es einfacher werden. Tief sog er erneut kalte Luft ein und stieß sie wieder aus, erneut gegen den Wind, und die Atemwolke schaffte etwa 15 Zentimeter, bevor sie ihm wieder ins Gesicht geweht wurde, oder besser, an ihm vorbei in Richtung Sims und Höhle zurück. Nun blieb er doch stehen, drehte sich langsam um. Die Atemwolke war weg, hatte sich aufgelöst. Dafür sah er etwas anderes. Etwas, was da nicht sein sollte. 3 dunkle Punkte im Schnee. Nein, keine Punkte. Striche. Vertikale, dunkle Striche, die sich vor dem unwirklich bläulichen Weiß des Schnees abzeichneten, in etwas weniger als 1 Kilometer Entfernung. Sie kamen näher. Rolf drehte sich wieder um. Er stapfte weiter. Schneller jetzt. Wenn sie reden wollten, hätten sie rufen können, die 3 dort hinten, oder? Und wenn er reden wollte, würde er dann dafür so kurz vor Anbruch der Nacht sein Haus oder seine Höhle verlassen? Nur für ein Gespräch? Kamen sie überhaupt aus der Höhle? Aber wenn nicht, dann woher sonst?
Von unten, aus dem Tal, das er und Mariam tags zuvor hinter sich gelassen hatten? Wohl kaum. Dann wären sie schon ziemlich weit vom Weg abgekommen, und dann hätten sie ja rufen können. Ob sie ihn nicht sehen konnten? Ob sie gar nicht wussten, dass er da war? Nein, unmöglich. Er war groß, und der tote Gamsburg auf seinen Schultern machte seine Erscheinung auf diese Entfernung noch einfacher zu sehen. In der Zeit, in der er diese Gedanken gedacht hatte, hat er etwa 50 Meter zurückgelegt, mit schnellen, weiten Schritten. Rolf blieb stehen, drehte sich erneut um. Kurz zögerte er. Dann hob er den linken Arm und winkte mit 3 langen, langsamen Bewegungen. Hin und her und hin und her und noch einmal. Das mussten sie einfach gesehen haben, die Striche. Aber sie blieben nicht stehen, um zurückzuwinken. Für 10 Sekunden beobachtete er sie. Ihre Richtung blieb gleich. Ihre Geschwindigkeit blieb gleich. Lediglich der Abstand, den sie zueinander einhielten, variierte leicht. Nein, diese 3 wollten nichts Gutes.